Diese Mission könnte eines Tages unseren Planeten retten. Das Bild, das die NASA nicht von der Deep Impact-Sonde erhalten wollte, zeigte uns erstaunliche Details über die gefährlichsten Himmelskörper im ganzen Sonnensystem. Wir müssen dringend mehr über Asteroiden und Kometen wissen, wenn wir unsere Zivilisation langfristig schützen wollen. Der nächste größere Einschlag ist nur eine Frage der Zeit und dann müssen wir gewappnet sein. Sonden sind seit mehr als 20 Jahren im Einsatz, Asteroiden und Kometen zu erforschen. Sollte eines Tages einer dieser Brocken auf Kollisionskurs geraten, werden wir hoffentlich das perfekte Asteroidenabwehrprogramm besitzen. Erst vor wenigen Jahren explodierte ein kleiner Asteroid über der russischen Stadt Tscheljabinsk und beschädigte hunderte Gebäude. 2017 tauchte Oumuamua plötzlich auf unseren Radarschirmen auf. Das Teil flog knapp an der Erde vorbei und niemand hatte es kommen sehen. Wäre es auf Kollisionskurs gewesen, hätte ein Zusammentreffen mit dem rund 1 Kilometer langen Besucher für die Erde in einer Katastrophe enden können. 2021 flog der Asteroid Apophis nahe an der Erde vorbei und kurzzeitig sah es so aus, als würde er uns beim nächsten Besuch im Jahr 2029 treffen. Wann der nächste Asteroid einschlägt, ist also nur eine Frage der Zeit. Und die Zeit drängt. Weltweit laufen die Forschungen für das globale Asteroidenabwehrprogramm und dank Sonden wie Deep Impact, Stardust, DART und OSIRIS-REx werden unsere Mittel, uns zu wehren, immer besser. Deep Impact Mission – Zusammenstoß mit einem Kometen. Es klingt unglaublich, aber Kometen könnten nicht nur tödliche Geschosse aus dem All sein, sondern auch himmlische Boten des Lebens. Vermutlich bestehen diese Brocken neben Eis aus vielen organischen Materialien und das Eis dieser Himmelskörper könnte einst all das Wasser auf die Erde gebracht haben. Doch so schön und magisch Kometen wie Hale-Bopp oder Ison sind, so gefährlich sind sie auch. Trifft einer auf unsere Zivilisation, können ganze Städte vernichtet werden und schlimmstenfalls drohen bei sehr großen Kometen globale Verwüstungen und ein Massenaussterben von Arten. Deep Impact war eine Parademission der NASA und der Auftakt für das, was jetzt zu einer globalen Allianz der Kometen- und Asteroidenabwehr wird. Am 12. Januar 2005 brach die Sonde auf. Ziel war der Komet Tempel 1, ein Brocken aus Eis und Staub mit einem Durchmesser von etwa 6 Kilometern. Die Mission zielte darauf ab, einen Impaktor auf dem Kometen abzuwerfen, um das Innere und die Zusammensetzung zu erforschen und damit unser Verständnis über die Struktur dieser faszinierenden und uralten Himmelskörper immer noch weiter zu vertiefen. Tempel 1 bot die einzigartige Gelegenheit, einen relativ jungen Kometen zu untersuchen, der erst seit etwa 10.000 Jahren regelmäßig in die Nähe der Sonne kommt. Am 4. Juli 2005 erreichte Deep Impact dann sein Ziel, traf mit einer Geschwindigkeit von etwa 10,2 Kilometern pro Sekunde auf den Kometen und wirbelte dabei einen spektakulären Auswurf von Material auf. Während des Aufpralls erfassten Sensoren und ultrafeine Messgeräte alle Daten im Umfeld des Einschlags und Wissenschaftler erkannten erstmals Details von der Beschaffenheit knapp unter der Oberfläche. Die Mission lieferte vor dem Einschlag detaillierte Bilder der Kometenoberfläche und offenbarte glatte Ebenen, tiefe Gräben und hohe Klippen auf Tempel 1. Es war faszinierend, erstmals die Landschaft eines Kometen so detailgetreu und echt zu sehen. Die Analyse des Auswurfs zeigte, dass der Komet eine poröse Struktur aus einer Mischung aus Eis, Staub und komplexen organischen Verbindungen besitzt. Der in der Astronomie für Kometen gerne benutzte Beiname »schmutzige Schneebälle« bewahrheitete sich also wirklich. Die meisten Kometen tummeln sich in der Oortschen Wolke, weit draußen im Sonnensystem. Sporadisch werden sie aus bisher ungeklärten Gründen von der Sonne angezogen und dann machen sich die Eisbrocken auf einen langen Weg Richtung Sonne. Manche Kometen schaffen den Weg jedoch gar nicht bis ins Innere. Sie können von der Schwerkraft anderer Planeten eingefangen werden, mit anderen Objekten kollidieren oder sie verfangen sich auf Bahnen weit draußen im Sonnensystem. Die, die ins Innere vordringen, schauen früher oder später bei uns vorbei. Einige der Kometen verschwinden nach einem Vorbeiflug an der Sonne für immer und andere drehen regelmäßig ihre Bahnen im inneren Sonnensystem, so wie Tempel 1. Die Deep Impact Mission war ein technologisches Meisterwerk, um diese rätselhaften Objekte endlich besser zu verstehen. Die Herausforderung, einen Impaktor präzise auf einen sich schnell bewegenden Kometen zu lenken, erforderte höchste Präzision. Die NASA wendete innovative Navigations- und Steuerungstechniken an und demonstrierte, dass komplexe Raumfahrtmanöver auch auf kleinen Himmelskörpern möglich sind. Das machte Mut, weitere Sonden zur Erforschung von Kometen und Asteroiden an den Start zu bringen.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Hauptmission wurde die verbliebene Raumsonde auch gleich für eine weitere Mission genutzt und wandelte sich zur Epoxy-Mission. Im November 2010 erreichte die Mission den Kometen Hadley 2 und sendete auch von dieser bizarren Welt eine große Menge Daten von unschätzbarem Wert. Die Deep Impact-Mission endete offiziell im September 2013, nachdem die Kommunikation mit der Sonde überraschend abbrach. Stardust – Reise zum Beginn des Sonnensystems. Wenn du denkst, Deep Impact war die erste Mission dieser Art, wirst du überrascht sein, von der Stardust-Mission zu erfahren. Diese startete schon am 7. Februar 1999 und war eigens dazu konstruiert, erstmals Staubpartikel von einem Kometen sowie größere Mengen interstellaren Staubs einzufangen. Forscher wollten unbedingt mehr über die Zusammensetzung und physikalischen Eigenschaften dieser uralten Materialien erfahren. Unser ganzes Universum und wir selbst bestehen im Endeffekt aus nichts anderem als verdichtetem Staub. Selbst gigantische Sterne werden in Scheiben aus Staub und Gas geboren. Ausgestattet mit einem speziellen Fangmaterial näherte sich Stardust dem Kometen Wild 2. Diese Aerogel-Matrix bestand aus einem extrem leichten und porösen Material, das die Staubpartikel anzog, ohne sie dabei in irgendeiner Weise zu verändern oder zu beschädigen. Im Jahr 2004 erreichte Stardust ihr erstes Ziel. Wild 2 ist wie alle Kometen ein Relikt aus den Anfängen des Sonnensystems und Wissenschaftler brennen darauf zu erfahren, welche Rolle Kometen bei der Entwicklung des Sonnensystems gespielt haben. Wild 2 wurde im Jahr 1978 entdeckt und war aufgrund seiner Bahn um die Sonne ein ideales Ziel für die Stardust-Mission. Die Sonde näherte sich dem Kometen bis auf eine Entfernung von rund 240 Kilometern und sammelte dabei Tausende von Staubpartikeln ein, die direkt von dem Kometen ausgestoßen wurden. Die Proben machten sich im Anschluss auf den Rückweg zur Erde und erreichten am 15. Januar 2006 den Bundesstaat Utah. Dieser Tag war ein wahrhaft denkwürdiger Anlass für die NASA, denn die Landung der Probenkapseln war die erste erfolgreiche Rückkehr von extraterrestrischem Material zur Erde seit den mehr als 40 Jahre zurückliegenden Apollo-Missionen. Die Analysen der zurückgebrachten Proben lieferten dann wirklich erstaunliche Erkenntnisse. Wissenschaftler entdeckten eine Vielzahl von organischen Molekülen in den Proben, was wieder darauf hindeutet, dass Kometen tatsächlich die Träger der Bausteine des Lebens sind und dass sie eine Rolle bei der Lieferung von lebenswichtigen Bausteinen an die frühe Erde gespielt haben könnten. Weiter fanden die Wissenschaftler Hinweise auf hohe Temperaturen bei der Entstehung der Kometenmaterialien, was ganz neue Fragen über die Dynamik des frühen Sonnensystems aufwarf. Nach der Hauptmission wurde auch Stardust für eine weitere Mission genutzt. Stardust Next erreichte den bereits von der Deep Impact Mission besuchten Kometen Tempel 1 im Frühjahr 2011 und beendete seine Mission am 24. März 2011, nachdem die Treibstoffreserven aufgebraucht waren. DART – Deep Impact Teil 2. Wenn du die Deep Impact Mission schon aufregend fandest, wirst du die DART Mission lieben. Denn der Double Asteroid Redirection Test von der NASA tat noch weit mehr als nur auf einen Asteroiden zu krachen. Die DART-Sonde sollte erstmals einen Asteroiden komplett aus seiner Bahn schieben und so zeigen, dass wir einen solchen Brocken im Ernstfall abwehren können. Das klingt dramatisch, doch wir müssen jederzeit damit rechnen, dass ein Asteroid oder Komet vor unserer kosmischen Haustüre auftaucht, den wir bisher nicht gesehen haben, und dass er uns treffen könnte. Dann wäre schnelles Handeln die einzige Chance, uns zu retten. Sprengen à la Armageddon und Bruce Willis ist in der Realität keine gute Idee, denn die Bruchteile des Asteroiden könnten noch gefährlicher werden als der ganze Brocken. Weltweit sind sich Wissenschaftler schon lange einig, wir müssten einen Impaktor sicher aus seiner Bahn schieben. Und genau das war das ehrgeizige Ziel von DART. Als Versuchsobjekt wählten die Forscher ein weit entferntes und dadurch absolut sicheres Doppelasteroidensystem aus. Am 24. November 2021 brach der kühne Held auf und am 26. September 2022 erreichte DART das binäre Asteroidensystem Didymos, bestehend aus einem größeren Asteroiden, Didymos, und seinem kleineren Mond Dimorphos. Didymos misst etwa 780 Meter im Durchmesser und würde damit zu den gefährlichen Geschossen gehören. Dimorphos, das eigentliche Ziel der Mission, ist mit nur etwa 160 Metern viel kleiner. Für den Test war der kleine Asteroid aber ideal.
Die Mission endete in ihrem Höhepunkt, als die DART-Raumsonde mit einer Geschwindigkeit von etwa 6,6 Kilometern pro Sekunde auf die Morphos krachte. Eine Begleitsonde fotografierte das Event aus sicherer Entfernung, Dutzende Teleskope auf der Erde waren auf den Einschlag ausgerichtet und auch DART selbst lieferte bis zum letzten Augenblick spannende Einblicke in diese Premiere. Der Einschlag sollte die Umlaufbahn von Dimorphos um Didymos eigentlich nur um ein paar Sekunden verändern, aber am Ende wurden es mehrere Minuten. Das war eine ganze Glanzleistung und bewies uns, dass wir im Ernstfall nicht mehr machtlos sind. DART wird sicher nicht der einzige Test dieser Art bleiben und wir können uns freuen, bald weitere spannende Bilder von Aktionen mit weit größeren Asteroiden präsentieren zu können. OSIRIS-REx, den bösen Asteroiden auf der Spur. Alle drei Sonden, die wir jetzt auf ihren Missionen begleiten durften, hatten vergleichsweise harmlose Ziele. Die OSIRIS-REx-Mission der NASA startete am 8. September 2016 mit einem weit brenzlicheren Ziel. Bennu gilt als einer der gefährlichsten Kandidaten für einen Zusammenstoß mit der Erde und wir mussten dringend auch mehr über diesen Brocken wissen. Asteroiden bestehen anders als Kometen überwiegend aus massivem Gestein, doch auch sie stammen aus den frühesten Stadien unseres Sonnensystems, was sie zu spannenden Studienobjekten macht. Bennu besitzt einen Durchmesser von etwa 500 Metern und kommt der Erde regelmäßig beunruhigend nahe. Diese Mission zielte dieses Mal in keinster Weise auf einen Zusammenstoß an, das wäre viel zu gefährlich gewesen. OSIRIS-REx war ähnlich wie die Stardust-Mission ins Leben gerufen worden, um Material von der Oberfläche des Asteroiden zu sammeln. Das Wissen um die Zusammensetzung kann uns im Ernstfall helfen, eine Sonde zur Abwehr so sicher zu programmieren, dass sie den Asteroiden weit genug verschiebt, um ihn aus der Kollisionsbahn zu drücken. Im Dezember 2018 erreichte OSIRIS-REx die Mission Bennu, suchte einen geeigneten Landeplatz, stieß dann kurz auf die Oberfläche herab, wirbelte in einem spektakulären Touch-and-Go-Manöver Material auf, sammelte dieses und machte sich wieder auf den Heimweg. Im Oktober 2020 hielten die Forscher dann 60 Gramm des Materials in Händen und machten sich an die Arbeit. OSIRIS-REx flog weiter und wird als OSIRIS-APEX als nächstes dem Asteroiden Apophis einen Besuch abstatten. Apropos, wenn auch du uns bald wieder einen Besuch abstatten willst, klick jetzt gern auf den Daumen und den Abo-Button, denn so verpasst du nichts Neues mehr. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann.